Die dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Der 1. FC Kaiserslautern ist sieglos im Kalenderjahr 2020 und mit Meppen kam ein mittlerweile ernstzunehmender Aufstiegskandidat. Das Hinspiel gewann Meppen 6:1, danach übernahm er Boris Schommers als neuer FCK-Trainer. Früh im Spiel gab es eine erste Ecke für Kaiserslautern. Zuck mit der Ausführung und da ist Kraus, der Innenverteidiger, mit vorne das 1:0 in der 6. Minute. Na bitte, klappt doch mit den Standards. Bislang schoss Kaiserslautern erst 3 Tore nach ruhenden Wellen, nun also Treffer Nummer 4. So wichtig diese frühe Führung. Und Kaiserslautern versuchte draufzupacken. Bachmann auf Pick, völlig frei durch, Großchance in der 14. Minute. Aber Florian Pick, der Top-Torschütze des FCK, ließ die Chance liegen. Schien doch alles gut zu laufen für Rot und Weiß. Dann dieser Steilpass. Guder und Grill kommt raus und der Torwart packt die Beine des Meppener Stürmers und das ist natürlich ein ganz klarer Elfmeter. Leugers trat an gegen Grill. Grill war dran mit der Faust, aber er konnte das Tor nicht mehr verhindern. Ausgleich in der 34. Minute, in der Summe der Spielentwicklung zu diesem Zeitpunkt verdient. Pausenstand 1:1. Neidhardt seit 2013 in Meppen der dienstälteste Trainer der Liga. Seine Mannschaft vor und nach der Pause mit klaren Vorteilen und guten Chancen. Hier ein Beispiel. Leugers fast mit dem Führungstreffer. In dieser Phase belohnten sich die Meppener nicht und Kaiserslautern legte dann wieder zu. Allen voran Florian Pick auf seiner linken Seite als Impulsspieler. Hier ist er am Ball und Pick zündet Richtung 16er. Röser und Kühlwetter ist da und macht das 2:1 für Kaiserslautern in der 64. Minute, eingeleitet, wie erwähnt, durch den starken Florian Pick. Röser eben eingewechselt und Kühlwetter macht sein 9. Saisontor. Vorteil Kaiserslautern. Und der FCK merkte, das ist jetzt die Phase im Spiel. Jetzt können wir Meppen hier in die Knie zwingen. Und wieder ging es über Pick und seine Dynamik. Er zieht rein in den 16er und Guder ging ganz ungeschickt hin. Natürlich war auch das ein Elfmeter. Schiedsrichter Stegemann zeigte sofort auf den Punkt. Chance zum 3:1 nun also und Kühlwetter trat an zum Doppelpack, jawohl, 68. Minute, das 3:1 für Kaiserslautern, 10. Tor für Kühlwetter. Na endlich, der erste Sieg 2020 war auf Kurs. Und kurz darauf hätte Starke sogar noch erhöhen können auf 4:1, aber er scheiterte an Domaschke. Schlussphase, Meppen kam dann doch nochmal. Undaff, der Topscorer der Liga, lange nicht zu sehen, aber plötzlich war er da, legte raus auf Düker und der mobbt ihn rein zum 3:2 Anschlusstor für die Meppener in der 85. Minute. Guck mal einer an, Undaff mit der Vorlage und dann Düker mit dem Tor, die lebten also doch noch und versuchten es weiter. Spiel jetzt wieder eng, Kaiserslautern natürlich jetzt nervös und Undaff gut drauf, eben eine Ablage und jetzt eine Ablage für El Helve und der legt ihn hinten rein. Noch ein Joker-Tor zum 3:3 in der 86. Minute. Unfassbar, innerhalb von 92 Sekunden stellte Meppen hier von 1:3 auf 3:3. Undaff mit 2 Vorlagen. Endstand 3:3. Meppen kommt zurück mit Wucht durch 2 Joker-Tore von Düker und El Helve. Dann war Schluss. Im Emsland darf man träumen von der Rückkehr in die zweite Liga nach 22 Jahren. Die Leistung war letztendlich so gut und wir haben den Gegner da gehabt, den haben musst. Man hat es deutlich gehört hier, was hier los war. Und wir haben sie dann wieder stark gemacht und das ärgert mich ein bisschen. Dass wir das nicht über die Zeit bringen, boah, das ist einfach jetzt brutal hart. Wir haben so stark gekämpft und dann so, durch so dumme Fehler kassieren wir so 2 Tore, die wir niemals kassieren dürfen, so spät, wo wir einfach mit mehr Leuten hinten stehen müssen. Und es ist einfach brutal hart im Moment, aber ich weiß, dass wir da wieder rauskommen.
Der FCK bringt den Sieg nicht ins Ziel, bleibt 2020 ohne Sieg und schaut besorgt Richtung Abstiegszone. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.